Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000best TV. Wohin des Weges? Echte Luxusprobleme bei der Antwort auf diese Frage haben wir bei BMW Motorrädern, weil es hier vielfältige Navigationslösungen gibt. Und gemeinsam mit dem Alex Polster hier bei BMW Bierbaum in Baden schauen wir uns an, was ist für dich, für euch die richtige Lösung, um von A nach B zu kommen, um eine Tour zu planen, um eine Tour zu absolvieren. Wir haben hier als Beispiel Kartennavigation, Navigation am Handy, die verschiedenen Lösungen, die BMW selbst anbietet, das große neue Display, das ältere hier in der GS, dann auch noch ein Zumo XD als Beispiel, klassische Handy-App-Lösungen, den Carb Eater. Also ich schätze mal, eine Stunde werden wir uns unterhalten und am Ende sollt ihr wissen, was ist die richtige Lösung für euch, für eure individuellen Bedürfnisse. Bleibt dran! Warum stehen wir ausgerechnet bei BMW-Motorrädern, wenn wir über das Thema Navigationslösungen sprechen? Ja, weil hier die Auswahl am größten ist und die Fragen am intensivsten sind, weil BMW selbst drei eigene Varianten mittlerweile an Navigationslösungen mit am Start hat. Also nehmen wir uns die schwierigste Umgebung vor, die größte Vielfalt, das größte Angebot, und für Fahrer anderer Marken, die müssen sich dann quasi die BMW-eigenen Lösungen rausrechnen und bleiben dann hoffentlich trotzdem immer noch jede Menge Informationen übrig. Alex Polster hier vom BMW Bierbaum macht das komplett uneigennützig. Er möchte wahrscheinlich einfach für die nächsten 100 Jahre weniger Anfragen zu dem Thema nochmal beantworten. Er kann dann einfach auf unser Video verweisen. Aber fangen wir mit Hausmannskost an, der guten alten Karte. Frage an dich, Alex. Gibt es noch Leute, die mit einer Karte fahren, auch auf einer GS oder auch auf einer GTL, wo es ja Hightech ohne Ende gibt? Absolut. Und absolut viele nützen das auch noch. Aus dem ganz einfachen Grund raus, weil sie es so gelernt haben. Muss man ganz klar so sagen. Und man muss natürlich schon auch ganz offen sagen, die Karte bietet schon einige Vorteile. Die Karte bietet den Vorteil, einfach eine gewisse Übersicht zu haben. Das habe ich auf keinem Navigationsgerät, das habe ich auf keinem Handy und so weiter. Also sprich, wenn ich etwas plane und sage, ich plane auch einmal, dass ich ein bisschen links und rechts von meiner Route wegfahren will und dass ich mich da immer noch gut auskenne, ist eine Karte immer noch als Übersicht und so weiter eine gute Sache. Es wird tendenziell natürlich weniger mit allen Themen, was wir jetzt haben, Navigationssystemen, eben wie gesagt, wir haben schon angesprochen, die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Aber wir haben noch viele Kunden, die mit Tankrucksäcken unterwegs sind, die sich größere Kartenfächer auch dazu holen, um noch mit einer Karte zu fahren. Zugegeben, sie werden weniger, aber hat noch immer seine Berechtigung. Okay, eins muss man sagen, unverwüstlich, braucht keinen Akku. Es ist relativ einfach, das wasserdicht zu halten. Ja. Ich meine, auch eine Karte kann unter Wasser leiden, aber es ist relativ einfach, sie wasserdicht zu halten. Es gibt keine Error- und Fehlermeldungen. Aber man muss sagen, man muss sich ein bisschen vorbereiten, man muss so ein bisschen sich in das Terrain reindenken. Genau. Würde ich aber nicht nur als Nachteil empfinden. Es ist eine intensive Verbindung mit der Tour, mit der Landschaft. Man verschmilzt ein bisschen mehr, glaube ich, mit dem Hier und Jetzt. Möglicherweise ist auch das der Grund, warum manche hier ihre Zukunft auch noch sehen. Weil es doch eine Entkopplung von der digitalen Welt ist und man tief in die Landschaft eintaucht. Glaubst du das auch? Absolut. Und auch, dass ich mich wirklich mit der Gegend beschäftige und mit dem Umland beschäftige. Also, dass ich wirklich weiß, wo bin ich jetzt wirklich unterwegs und nicht wie der klassische Navigationsfahrer sagt, okay, ich muss von Punkt A zu Punkt B und habe überhaupt keinen Zugang mehr. Wo ist eigentlich der Punkt A? Wo ist der Punkt B? Drum die Karte durchaus nach wie vor ein Thema. Okay. Gerne postet ihr unten drunter eure bevorzugten Bezugsquellen für Kartenmaterial. Muss man ja sagen, immer etwas mühsam, wenn man dann neue Reisen, neue Reviere anvisiert, hat man irgendwann so einen Stapel Karten zu Hause. Gerne eure Informationen dazu, eure Tipps dazu, eure Tipps zur Kartennavigation. Meine persönliche Empfehlung, ich stehe auf eine Kombination Karte hier. Vorbereitung mache ich gern auf Kalimoto, der macht bei den Routenvorschlag, da habe ich ungefähr eine Idee, wo er mich hinführen möchte und dann habe ich eigentlich das mit einer normalen Karte meistens gut im Griff, aber Hand aufs Herz, viele Kartenfahrer werden wahrscheinlich als Plan B immer noch das Handy eingesteckt haben, Points of Interest zu suchen, aber es ist eine wirklich tolle, immer noch funktionierende Lösung, bin mir auch sicher, dass sich einige Fans darin finden. Nächstes Kapitel. Jetzt nutzen wir die Rechenleistung unserer sündhaft teuren Handys, ja, die ja teilweise über 1000 Euro kosten. Wir nutzen diese Rechenleistung, wir nutzen teilweise die hochwertigen Displays, die da schon mit drinnen sind, als zusätzlichen Bordcomputer, als Navigationseinheit. Da gibt es verschiedene Universen, in denen man sich bewegt. Wir haben einerseits die Apple-Geschichte, wir haben die Google-Geschichte, also Apple CarPlay oder Android Auto.
BMW ist ein Hersteller, der es mit denen aufnehmen kann. Als einziger Hersteller muss man so sagen im Moment, es war ein langer Weg. Die Ride Connected App von BMW war am Anfang bescheiden, schaut nach jedem Update komplett anders aus, aber sie wird immer besser. Muss man sagen, immer neu, aber immer besser und ist mittlerweile eine echte Alternative zu Google. Aus meiner Sicht Google immer noch der ganz große Meister, wenn es um Points of Interest zugeht, schnell ein kleines Gasthaus in der Umgebung suchen. Stärke von einem System, von einem eigenen System, von einem proprietären System ist natürlich die perfekte, makellose Integration ins Fahrzeug und auch in die Bedienelemente des Fahrzeugs. Das geht dann hier wieder wunderbar. Und jetzt tatsächlich, heute das erste Mal gesehen, BMW trägt dem Rechnung und hat auch eine Handyhalterung wieder am Start, weil ich musste mir noch bei meiner GS das hier runternehmen, die eigene Stromversorgung basteln, mit einer SP-Connect-Halterung mein Handy hier rauf machen und offensichtlich hat BMW das Geschäft gewittert und eine praxistaugliche Lösung angeboten. Manegefrei. Das ist das Connected Ride Cradle, das ich so hier nehme und ganz normal auf die vorhandene Navi-Halterung aufstecken kann. Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich mache das jetzt mal hier auf die Schnelle, mache einmal auf, nehme meine Abdeckung runter, stecke das auf den originalen Navi-Halter drauf, ist schon verbunden. Nehme jetzt mein Telefon, ganz normal. Egal was jetzt passiert, wir lassen es drehen. Gell? Ja. Also wenn es funktioniert, mit Verbindung, mit Bluetooth, allem drum und dran, Lotto 6er. Also das Cradle ist so konzipiert, dass ich verschiedene Displaygrößen, verschiedene Marken, verschiedene Geräte hier einstecken kann, das auf das Gerät anpassen kann, auf die Größe anpassen kann. Ist Induktionsladung gleich mit dabei. Das einzig Wichtige ist, es muss aus der Schale raus. Es muss aus der Schale raus, damit es also wirklich gut hält. Und dann verbinde ich das einmalig mit der sogenannten BMW Connected App. Mit der App, die für das ganze mobile Navigationsthema bei BMW Motorrad die Plattform ist. Und schon habe ich ein Navigationssystem, das ich jetzt eben genauso wie den originalen Navigator hier am Fahrzeug bedienen kann. Und das heißt, ich habe hier alle Funktionalitäten wie beim klassischen BMW-Navigator, da sind wir jetzt in der sechsten Generation, heißt, ich mache die ganze Bedienung über das Handrad hier, ich habe verschiedenste Funktionsmöglichkeiten dann in meinem Display, also ich kann Routen wählen, ich kann mir von Punkt zu Punkt navigieren, ich kann mir die Sachen hineinzoomen, herauszoomen und kann eben, genauso wie es du gerade schon gesagt hast, Nils, die ganze vorhandene Infrastruktur am Fahrzeug nutzen. Also sprich, ich kann die ganzen Hebelagen am Fahrzeug nutzen, kann aber genauso mit dem Finger sagen, ich wähle verschiedene Sachen über das Touchscreen, über den Touchscreen aus und kann mir auch so helfen. Ja, ich muss sagen, es klingt auf den ersten Blick nach der besten Lösung, weil ich habe ein Gerät, das ich ohnehin schon bezahlt habe, das ein Vermögen kostet, wo alles mit drauf ist, nutze die Ride Connected App, die kostenlos ist von BMW, steck's drauf und brauche nicht im Wesentlichen nur die Halterung bezahlen, aber nicht noch ein Display, nicht noch einen Prozessor, nicht noch einen Hauptspeicher. Mhm. Es gibt aber einige, muss man sagen, Nachteile dieser Lösung, die für Fahrer von längeren Touren auch im Raumgelände von Nachteil sind. Eines ist das Thema Wasserfestigkeit, Wasserdichtigkeit, da gibt es dehnbare Begriffe, aber ich muss sagen, strömender Regen plus Handy, plus 1300 Euro Handy ist nicht empfehlenswert. Ist keine dauerhafte Lösung, ne? Ist keine dauerhafte Lösung. Direkte Sonneneinstrahlung ist ein Problem. Die Dinger werden teilweise zu heiß. Es gibt, weiß nicht, draußen hunderte verschiedene Handymodelle. Manche halten länger durch, manche halten nicht so lang durch. Und das nächste Thema ist Staub und Vibrationen. Du hast dann hier ein 1300 Euro iPhone, schieß mich tot, wo möglicherweise die Kamera mit dem optischen Bildstabilisator relativ schnell kaputt geht, weil egal, SP Connect hätte auch Vibrationsdämpfer mit drinnen. Ich persönlich verwende meine iPhones niemals in den Halterungen, weil die optischen Bildstabilisatoren kaputt werden. Ich habe ein eigenes Handy, das ich nur noch zum Navigieren verwende. Ja. Womit man dann von der ursprünglichen Idee ein Ding, das alles löst, weg sind. Aber es ist eine gute Lösung zu sagen, ich fahre jetzt in die Arbeit, 20 Minuten Fahrt, ich glaube, das kann man mit gutem Wissen empfehlen, oder? Richtig, richtig. Also für kurze Strecken ist es definitiv eine Lösung. Es ist auch, sage mal, für Maximum eine Tagesroute meines Erachtens auch eine Lösung, aber definitiv nichts für länger. Weil eben genau diese Nachteile, dass eben das Gerät zwar grundsätzlich alles kann, aber einfach nicht dafür ausgelegt ist. Das Handy ist nicht für Motorradnavigation
und die ganzen Einflüsse, die von außen her kommen, eben Vibrationen und Wind- und Wetterfestigkeit, ist es nicht gemacht. Egal welche Lösung das man hier nimmt, das ist ja eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, elegante Lösung von BMW Motorrad Original, wo man relativ viel, wie gesagt, relativ viele Geräte auch abdeckt, ist eine Option, aber definitiv in meinen Augen keine Option für Mehrtagestouren und für wirklich dauerhaften Navigationseinsatz, so muss man es sagen. Okay, aber was wir machen können ist, Wissensdatenbank aufbauen, wer von euch verwendet das Handy am Motorrad und hat schon wirklich hunderte, möglicherweise tausende Kilometer gemacht, welche Handys sind vibrations- und wetterbeständig, auch auf lange Sicht. Ich persönlich kann hiermit einwerfen, Huawei P30 Pro, ein Panzer, der hat mich schon, der hat wirklich schon viel mitgemacht, das Teil, kann ich empfehlen. Und meine Empfehlung, also sämtliche iPhones, die wir jemals hatten in der Firma, sind alle beim optischen Bildstabilisator kaputt gegangen, egal welche Halterung wir verwendet haben. So meine Erfahrung, eure Erfahrung, bitte unten drunter für die 1000 Best Community. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Jawohl. Ja, jetzt schauen wir uns weitere vielfältige Möglichkeiten an, wie man mit dem Mobiltelefon navigieren kann. Es gibt ja, weiß ich nicht, Dutzende Angebote am Markt, Dutzende Lösungen am Markt, um zu navigieren. Wir verwenden gerne auch Kalimoto, weil da auch mit diesem Kurvenalgorithmus Planungsmöglichkeiten funktioniert wunderbar. Muss aber sagen, es geht auch in die andere Richtung. Man kann auch zum Beispiel die BMW Connected App, die kostenlos ist und auch die Offline-Karten kostenlos hat, richtig, auch auf einer Suzuki oder einer Yamaha verwenden. Man kann sie natürlich auch auf der BMW verwenden, logischerweise. Großer Vorteil ist halt da, dass da die Integration in die Fahrzeugbedienung nahtlos funktioniert. Und kennt man seit Jahren, die Pfeilnavigation im Display hat den Vorteil, dass ich das Handy quasi am Körper, den besten Vibrationsdämpfer auf dem Planeten, irgendwo einstecken kann, an der Brusttasche wahrscheinlich meistens. Nachteil ist, dass dann meistens die Kabeln störend sind oder man hat keine Kabeln. Und Nachteil ist auch, dass es möglicherweise warm wird. Für kurze Strecken eine tolle Lösung, glaube ich, und wird noch verwendet, obwohl sie ja noch viel bessere Lösungen haben. Absolut. Absolut. Also im Endeffekt brauche ich gerade eben das 10,25 Zoll Display, das wir haben, auf dem Gerät und brauche die BMW Motorrad Connected App. Wie gesagt, dort kann ich mir kostenlos Kartenmaterial, ob jetzt das europäischer Raum ist, Überseeraum ist, kostenlos runterladen und brauche dann später tatsächlich nur einen GPS-Empfang, aber brauche keinen Empfang mehr internetseitig, dass sich das Kartenmaterial aktualisiert. Das ist mal der erste Punkt. Dann habe ich eben die Möglichkeit, das Connected App hier mit dem Display zu verbinden. Hier herinnen dann die Navigationsmöglichkeit zu haben und habe dann eine Pfeilnavigation, wie man sie vielleicht kennt aus den 90er Jahren. Also sprich 400 Meter diese Richtung, dann rechts abbiegen. Ist natürlich, hört sich das jetzt ein bisschen hart, schaut an, ist jetzt vielleicht auch nicht dementsprechend die Lösung für eine Tour. Aber es ist eine Lösung, wenn ich sage, ich möchte von Punkt A zu Punkt B, wo ich mich nicht auskenne, sprich in der Stadt. Dort ist es eine super Lösung. Und oder andersrum, da gehen wir zum Anfangsthema mit unserem Kartenthema, wenn ich sage, ich bin jetzt mitten in Barcelona und möchte auf dem schnellsten Weg aus Barcelona raus. Oder ich will jetzt da nicht mich, weil ich mich eher auf den Verkehr konzentrieren muss, ich will aus einer Großstadt raus, dann sage ich einfach, okay, zu diesem Punkt möchte ich, dann führt er mich dort mit der Pfeilnavigation hin. Für kurze Strecken, für Überbrückungen, für eine Adresse finden, eine absolut tolle Sache. Das gibt's ja nicht nur in der GS, das ist genauso in den Rollern drinnen bei uns. Alles, was das 10,25 Zoll Display hat, hat eben mit der Connected App zusammen die Funktionalität einer Pfeilnavigation dann mit. Und wie gesagt, das Ganze kostenlos. Auch für andere Fahrer von anderen Modellen genauso möglich, wenn sie sagen, sie wollen es über die Handy-Navigation machen. Durchaus eine Alternative zu anderen Anbietern. Ja. Wie gesagt, das Thema ist halt, es braucht Strom am Handy. Heißt, ich brauche eine Stromversorgung. Wir werden später noch dazu kommen, wenn wir es uns bei den neueren Modellen anschauen, wo es dann dementsprechend sogar Fächer gibt fürs Telefon, in dem induktiv geladen wird, wo das Telefon auch gekühlt wird, weil eben das Thema Temperatur immer ein Thema ist. Aber wie gesagt, für kurze Überbrückungen in der Stadt Adresse finden, Top-Lösung. Top-Lösung, darf man sagen, und unterschätzt die Pfeilnavigation nicht. Man kommt weiter, als man denkt. Eine Sache muss man auch noch anmerken, Google wahrscheinlich auch die beste Lösung bei Live-Verkehrsdaten, muss ich sagen, sind sie wahnsinnig stark. Und auch bei Streckensperrungen sind sie auch
unschlagbar. Ja, aber wie gesagt, der Nachteil ist immer umgekehrt, ich kann es dann nicht mit dem Drehrad koppeln. Stromverbrauch schenken sich diese Navi-Lösungen alle nichts. Alle brauchen so viel Strom und man hält normalerweise auch mit neuen Handys nicht den ganzen Tag durch, sondern muss zwischendurch Powerbanken oder hier anstecken. Ja, arbeiten wir uns nach oben, ab zur nächsten Lösung. So, liebe Leute, und jetzt schauen wir uns im Vergleich dazu an, was passiert, wenn ich ein externes Navigationsgerät, zusätzliche Rechenleistung, zusätzliche Hard- und Software hier aufs Fahrzeug rauflansche. Gibt es verschiedene Anbieter am Markt. Ich sage mal, die zwei wichtigsten sind TomTom und Garmin. BMW hat eine eigene Lösung, die ist kein Geheimnis, auf Garmin basiert. Die aktuellste Version 6, da steckt, muss man aber auch sagen, sehr viel BMW-Community-Know-how mit drinnen, also eure fordernden Anforderungen haben das Gerät über all die Jahre besser gemacht. Und ich glaube, man muss sagen, es ist schon eine Standardlösung. Also ich sage mal, ein BMW-Tourenfahrer, der 15, 20, 50.000 Kilometer im Jahr fährt, wage ich zu behaupten, ist ein sehr großer Teil auf diesen Lösungen. Darf man behaupten, ja, oder? Ja, absolut. Das ist sozusagen die Deluxe-Variante, was die Navigation angeht, das eben wirklich tatsächlich alles, was Motorradnavigation angeht, abdeckt. Windwetterfest, resistent gegen Vibrationen, Touchscreen-Display auch und auch mit Handschuh wohlgemerkt, genau, genauso die Funktionalitäten, dass es am Fahrzeug bedienen kann. Also das ist das Gerät schlechthin und das ist tatsächlich auch etwas, was wir bei 30-40% unserer Fahrzeuge mitverkaufen, wo es die Option gibt. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, gleich vorweg, es ist trotzdem nicht die beste Lösung für allen. Wenn der Alex sagt, das ist die Deluxe-Lösung, heißt das nicht, dass dass jeder gleich sagt, okay, den 1.000er extra machen wir gleich. Also 1.000er wird jetzt mal geschätzt, ich weiß nicht, was kostet. Schau 830 Euro. 830. Weil es ist natürlich nicht so einfach und zugänglich, wie die Lösungen, die am Handy drauf sind. Weil die große Stärke ist für viele vielleicht auch eine Schwäche. Die Stärke ist die Planungsmöglichkeiten, die man am PC hat. Das sind Dinge, wo man sich echt damit beschäftigen muss. Für eine Quick-and-Dirty-Geschichte schnell mal zum Zahnarzt fahren oder nächste Tankstelle suchen, ist nicht nur überdimensioniert, sondern auch nicht so fluffig und praktisch, wie wenn man es schnell ins Handy eintippt. Mhm. Aber die umfangreichen Planungsmöglichkeiten, wahrscheinlich sowie die Robustheit, das sind die Argumente, glaube ich, für die Tourenfahrer. Absolut, absolut. Gebe dir vollkommen recht, ich brauche bestimmte Programme dazu, also in dem Fall jetzt das Basecamp-Programm, um Touren zu planen und dann auch auf das Gerät zu spielen. Das ist nicht selbsterklärend. Da bietet man immer wieder Online-Kurse auch an zu dem Thema. Aber ich vergleiche das jetzt mit einer Fremdsprache. Wenn ich das einmal beherrscht habe, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich kann dann, wie gesagt, Tagestouren, Mehrtagestouren, Sachen aufzeichnen von unterwegs und so weiter und so fort. Mal darüber auch Telefonanrufe annehmen oder raustelefonieren. Also ich habe dadurch noch einige andere Features noch über das System. Und ich gebe da auch vollkommen recht, es gibt mit Sicherheit hier auch den Einsatzzweck bei den Vielfahrern, bei den langen Tourenfahrern und so weiter. Da ist das Gerät mit Sicherheit am besten zu Hause. Wenn ich eben, wie wir es vorher schon hatten, nur kurz in der Stadt eine Adresse brauche, gibt es mit Sicherheit andere Lösungen, die das auch absolut abdecken. Aber wie gesagt, persönlich ist es mein Favorit, weil ich mich auch sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und das muss man auch damit es einem richtig Spaß macht. Ja, bei Basecamp gibt es ja, glaube ich, Religionsgemeinschaften, die dafür und dagegen sind. Ich bin kein Basecamp-Fan, ja. Du offensichtlich schon. Ja. Also du kennst dich damit aus und planst damit auch deine Routen. Und plane meine Routen. Also ich vergleiche es wirklich immer mit einer Fremdsprache. Wenn man es viel benutzt, ist es relativ easy. Wenn du es selten benutzt. Basecamp und relativ easy. Kinder, Manege frei, die Kriege mögen beginnen. Ja. Basecamp und relativ easy, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber, aber gut, natürlich, ich gebe ganz offen zu, habe ich dann eine gewisse Brille auf, gebe ganz offen zu. Aber nichtsdestotrotz, ich arbeite sehr gern damit, weil ich eben weiß, wo ich hinfassen muss und dass das rauskommt, was ich will. Da gibt es zwei, drei Kniffe, das ist richtig, das ist nicht selbsterklärend, auch vollkommen richtig. Trotzdem für mich die Lösung schlechthin jetzt aktuell bei einer 1250er GS oder bei vielen anderen unserer Modelle, wo wir werkseitig die Option anbieten, Navi-Vorbereitung, da kommt dann genau dieses Gerät rein. Okay, und was schätzt du, hast 40% gesagt und die Hardcore-Kunden, die auch Duratec-Kollege drüben hat, die damit fahren, also wie Offroad-fähig ist es? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Also ich habe hier übersichtliche Offroad-Fähigkeiten, weil ich kann ihm halt zum Beispiel sagen, er soll auch unbefestigte Wege benutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vielleicht den Zugang habe,
wenn ich hier sage, nur Offroad zu fahren, wird mit dem Gerät nicht möglich sein. Da gibt es andere Lösungen, das sehen wir später dann noch bei den Kollegen von Touratech drüben, für diese Geschichten, weil es dort auch anderes Kartenmaterial benötigt. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also da braucht es dann auch topografische Karten, die anderen Inhalt haben. Das ist eine klassische Straßennavigation. Das ist eine klassische Tourennavigation. Für das ist das Gerät super. Ich würde sagen, den Offroad-Bereich ist dann wirklich wieder eine andere Nische, kann man durchaus so sagen, für die es dann wieder spezielle Geräte gibt. Okay, die Offroad-Fahrer, bitte verzeiht ihm das Wort Nische. Es ist natürlich das einzig Wahre am Motorrad, also nicht die Nische. Das Straßenfahren ist die Nische, das sich nicht vermeiden lässt manchmal, ja, um zum echten Fahren zu kommen. Ja. Aber um eins noch, aber grundsätzlich von der Robustheit her, überlebt es. Also der Anspruch ist von BMW da, absolut, dass man... Absolut. Also was jetzt hat, zum Beispiel, das Gerät kann ich jetzt 20, 30 Sekunden in einen Bach werfen zum Beispiel. Also sprich, stürze im Bach drin, stell das Ding wieder auf, wird das Gerät keinen Schaden nehmen. Das Ding ist schockresistent, was jetzt sozusagen Vibrationen angeht, auch überhaupt kein Thema. Und Kartenmaterial-Updates, wie macht man die? Macht man alles über ein Garmin-Portal, das nennt sich Garmin Connect. Das ist ein kostenloses Portal auch, das ist also lebenslang ein Lifetime-Update, kostenlos sozusagen für das Gerät selber und für das Kartenmaterial, ist aber wie gesagt sehr, sehr stark straßenlastig, muss man ganz, ganz klar sagen. Die offiziell zugelassenen Offroad-Straßen, Güterwege sind natürlich auch mit drauf, aber alles, was dann wirklich in dein spezielles Steckenpferd in die Richtung geht, da braucht es tatsächlich dann andere Arten von Karten, da braucht es dann Open-Source-Karten und so weiter und so fort, aber da kommen wir noch dazu. Ja, also da ist meine persönliche Empfehlung, wenn ich sehr viel Offroad fahre, aber auch Onroad ein gutes Gerät haben möchte, ist der Garmin Zumo XT eine sehr gute Variante. Muss ich halt im BMW-Umfeld hier wieder ein bisschen rumbasteln, das flutscht dann nicht so geschmeidig rein wie das hier. Aber Garmin Zumo XT eine tolle Geschichte, wo Topokarten und Straßennavigationskarten mit drauf sind. Gerne postet unten drunter eure BMW-Navigator 6 Erfahrungen. Nostalgiker können gerne über die älteren Geräte etwas lästern, aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, BMW hat gute Hausaufgaben gemacht. Er ist mit jedem Release besser geworden, aber gerne gnadenlos eure Erfahrungen unten drunter, weil, weiß nicht, Tausende von euch werden das Teil schon ausprobiert haben. Ja, jetzt sind wir mittlerweile am oberen Ende der Fahnenstange angekommen. Für mich ist es das Heimkino. Wie sagen die BMW-Leute dazu? Das nennt sich ganz offiziell TFT Connectivity Display und das jetzt in der großen Variante, weil für dich ist es Heimkino, es ist fast so 16:9 vom Format her jetzt, mit verschiedensten Funktionalitäten, die wir schon von den Vorgänger-Displays her kennen. Was halt hier dazu kommt, dass ihr einen Splitscreen haben kann, dass ihr mehrere Anzeigen gleichzeitig hier haben kann. Und natürlich hier jetzt auch die Kartennavigation. Kartennavigation hier im Display mit drinnen. Muss man sagen, wir gehen dann darauf ein, es ist technisch, optisch die derzeit beste Lösung am Markt, ist aber trotzdem nicht die beste Lösung für jeden da draußen. Gleich mal vorweg, es ist drinnen in den neuen GTL-Modellen. Ich habe es gesehen auf der RT, in den RT-Modellen, bei der R1250 RT, R18 Transcontinental. Dort, also bei den großen Touren, ist das schon drinnen, jawohl. Okay, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Display zukünftig in allen BMW-Modellen drinnen ist, weil es ist aus meiner Sicht trotzdem in einigen Modellen, in einer GS ganz persönlich, finde ich einen BMW-Motorrad-Navigator möglicherweise immer noch die bessere Lösung, aber das müssen sich zum Glück andere Leute überlegen. Aus deiner Sicht, die großen Stärken dieser Lösung, die Schwächen dieser Lösung in dem Umgang, in deinem täglichen Umgang mit Kunden, Alex? Großer Vorteil ist natürlich, ich habe hier ein super großes Display mit super viel Ansicht, kann man einen guten Überblick machen, das ist eine absolut tolle Sache. Rennt wieder ganz normal mit dem Handy. Das Handy ist in dem Fall hier vorne herinnen in einem speziellen Staufach, das eben gekühlt ist für die Temperaturentwicklung, wo ich die Möglichkeit habe... Trotzdem wasserdicht, immer noch wasserdicht. Genauso ist die Thematik da, dass es mit einem USB-C-Stecker auch, wenn ich das will, auch direkt anschließen könnte, also nicht nur induktiv laden kann, kann hier wieder meine Routen draufspülen, kann hier dann meine ganze Anzeigen haben. Also im Endeffekt spiegle ich das, was auf meinem Handy ist, auf dieses Display. So kann man es sich vielleicht vereinfacht darstellen. Es ist eine gewisse Herausforderung, gebe ich ganz offen zu, was das Thema Verbindung angeht. Denn es gibt eine doppelte Verbindung, es gibt eine Bluetooth-Verbindung zwischen
dem Handy und dem Fahrzeug, und es gibt eine WLAN-Verbindung, denn er braucht für das Kartenmaterial, um das zu spiegeln, so viel Daten, dass das gar nicht über Bluetooth funktionieren würde, also hat er auch ein kleines WLAN dabei, also er verbindet sich zweifach sozusagen mit dem Fahrzeug, um dort die Daten hin und her zu spielen. Du hast es auch vorher oder eingangs schön so umschrieben, jedes Connectivity-Update der App merkt man, sorgt für eine zuverlässigere Funktion von dem ganzen System. Also das entwickelt sich gerade auch, wir sind schon auf einem sehr guten, sehr hohen Niveau, aber es wird immer noch besser. Großer Vorteil, wie gesagt, ist einfach, ich habe dann alles in einem Display, kann mich auf ein Display auch konzentrieren, habe deutlich größeres Blickfeld auf diesem Display drumherum, sehe deutlich mehr drumherum. Ob ich das jetzt als reine Navigation spiele, ob ich das als Splitscreen zu meinem normalen Tacho nebenher spiele. Man kennt diese Funktionalitäten vom PKW teilweise. Das ist unser großer Vorteil. Wir profitieren von dieser Technik, die aus der PKW-Seite kommt, dass das früher oder später hier auch im Motorrad Einzug hält. Und dementsprechend sind wir sehr froh um diese Lösung. Ist, wie gesagt, wieder ein anderer Zugang, als wir bisher alle anderen Zugänge hatten. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, in welchen Modellen das noch kommen wird, wissen wir auch selber noch nicht. Und in welchen Modellen es auch vollkommen sinnhaft ist und in welchen Modellen vielleicht andere Lösungen sinnhaft sind, das wird die Zukunft sein. Ja. Okay, das heißt aber, es hat mir leider eine Steilvorlage gegeben, Alex, muss ich in offenen Mund rühren. Jene Leute, die ein BMW-Auto fahren und das BMW-Auto-Navi nutzen, werden die Nase rümpfen, wenn sie das sehen, dann mit WLAN verbinden und mit Bluetooth verbinden, weil man muss trotzdem sagen, in diesem System ist die Rechenleistung, das Kartenmaterial, die Updates, alles am Handy. Beim Automobil ist ein, weiß nicht, was das kostet, 3.000 Euro, 4.000 Euro Aufpreis oder irgend sowas, ist die Hardware und die Software und die ganzen Updates im Automobil extra drin. Es ist am Ende des Tages vermutlich eine Preisgeschichte, dass ich hier nicht nochmal was um 3.000, 4.000 Euro aufpreise. Ich schätze 3.000 Euro kostet Minimum eher die große Lösung bei den Autos. Es ist aber von der Displaygüte, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich im BMW-Auto erlebe, ist das hier überlegen. Es ist ein wahnsinnig gutes Display, irrsinnig gut ablesbar, sehr detailreich, alles wunderbar. Am Prinzip, glaube ich, kann man eine Pauschalaussage treffen. Jene, die Handys verachten, die sich quälen, wenn sie sich mit einem WLAN verbinden müssen, wenn sie ins Hotel kommen, sollen nicht darüber nachdenken, sich das anzutun. Jene, die dem aufgeschlossen gegenüberstehen, werden überhaupt kein Problem haben. Es funktioniert grundsätzlich wunderbar, alles paletti, aber es gibt immer irgendwelche Sonderfälle. Ich habe ein altes Modell, wo ich kein Update drauf gemacht habe und dann war ich gerade noch mit einem anderen WLAN verbunden. Also es gibt immer verzwickte Sonderfälle, die mich zur Verzweiflung bringen, wenn ich das Ding nicht mag, wenn ich das eigentlich diese Technik nicht dem nicht aufgeschlossen gegenüberstehe. Aber wenn das mal läuft, wenn ich das eingerichtet habe, dann passt's. Dann ist das ein stabiles, gutes System. Ich habe das auf zig Modellen schon ausprobiert. Aber ich glaube, bekehren kann man niemanden und es wird wahrscheinlich auf lange Sicht noch immer die zwei Lager geben, BMW und Navigator, die Kartentypen mit den ausgedruckten Karten und dieser fancy Stuff, den wir hier mit drinnen haben. Genau. Also keinesfalls, es gibt ja Leute, die fix davon ausgehen, dass heuer eine neue GS kommt. Also es schaut nicht so aus, als würde sie kommen. Und die gehen auch fix davon aus, dass dann auch das große Display mit drauf kommt. Keine Ahnung. Muss nicht sein. Absolut keine Ahnung. Ich denke, es passt vom Charakter her perfekt zu einem luxuriösen Fahrzeug wie dem hier. Das erfüllt den Anspruch, den ich habe. So stellt man sich das hier vor. Aber auf einer GS könnte es möglicherweise schon ganz anders aussehen. Oder wieder ganz anders aussehen, ja. Ja, was dürfen wir nicht vergessen? Auch hier das Thema, was aber gut gelöst wird, extrem stromhungrig, diese ganze Applikation. Das heißt, das kann man eigentlich praxistauglich nur so verwenden, wenn man es wirklich hier in dem Fach mit drinnen hat, das Handy. Funktioniert alles tadellos mit der Lüftung, habe ich selbst ausprobiert. Man kann es auch am Mann tragen und verbinden, aber es wird wirklich merklich warm und es ist nur für kurze Strecken empfehlenswert und das mit dem Fach hier passt ja wunderbar. Was schätzt du von den Prozentzahl deiner Kunden, wie viele finden das hier geil und wie viele würden einfach lieber einen ganz normalen Navigator verwenden? Was schätzt du so? Also man muss schon ganz klar sagen, weil es eben in dieser großen Tourer-Klasse ja auch ist, dass sehr viele der Kunden auf so eine Lösung gewartet haben. Es gibt sehr wenige, die halt an den Navigator gewohnt sind und sagen, ich möchte dieses System weiter nutzen. Was, wenn man hier jetzt her schaut, etwas schwierig wird, weil es gibt gar keine Befestigungspunkte mehr für einen Navigator, im wahrsten Sinne des Wortes. Dementsprechend wird es ein bisschen schwieriger.
Aber es ist, sage ich mal, der nächste Schritt, was jetzt halt Navigation am Fahrzeug angeht. Und genauso viele, wie ich, sage ich mal, habe, dass Kunden den Navigator haben wollen, habe ich genauso viele Kunden, die sagen, ich habe darauf gewartet, dass wir ein großes Display mit diesen Funktionalitäten haben. Also das hält sich in etwa die Waage. Wie gesagt, es ist eine Umgewöhnung. Es ist wieder, weil es eben eine andere Art von Technik ist, die einen hier und da fuchsen kann, gebe ich auch ganz offen zu, aber sie funktioniert von Update zu Update besser und die Leute sind immer mehr zufrieden mit dem Thema und möchten es nicht mehr missen. Okay, gut, und jetzt gehen wir aber, glaube ich, ins andere Extrem. Jetzt tauschen wir das luxuriöse Reisemotorrad gegen das schmutzige, dreckige, raue Leben auf den Enduros. Wir gehen rüber zum Kollegen Nicke bei den Duradeck-Leuten und schauen wir mal, was der noch für Alternativen für uns anbietet. Vielen Dank, Alex, und alle, die Alex in einer einstündigen Variante sehen wollen. Legendäres Bedienungsanleitungsvideo haben wir mit Alex online noch zur GS. Wie viele Zugriffe? 200.000-300.000, oder? Kriegst viel Fanpost, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Nach wie vor. Und danke, dass du das antust hier vor der Kamera. Gibt nicht viele Freiwillige, die sich das trauen. Wertschätzung von euch für den Alex, der für euch die Rampensau macht. Ist nicht sein Beruf, er macht es, weil ich ihn darum gebeten habe. Geht aber danke an euch raus, weil er das letzte Mal auch zu ihm so nett war in den Kommentaren. Und bleibt dran, jetzt gehen wir rüber zu den Duradeck-Leuten. So, liebe Leute, jetzt verlassen wir die Komfortzone. Jetzt gibt's Schweiß, Staub, hoffentlich keine Tränen. Bei mir ist Niki Grundtag von Duradeck Österreich. Und einfach Basisausbildung, Niki, erklär mal den Unterschied. Wir steigen jetzt in die Welt ein der topografischen Navigation und verlassen die Welt der herkömmlichen straßenvektorbasierten Navigation. Ja. Für die Leute, die da in Mathematik, Physik, ich weiß nicht, was das jeweilige Fach ist, nicht so gut aufgepasst haben, klär uns mal auf, was ist der Unterschied? Naja, ich sag mal, die klassischen Straßennavigationsgeräte sind wirklich darauf spezialisiert, dich ganz einfach möglichst schnell, möglichst direkt oder auch abenteuerlich an einen Punkt zu bringen, den du definierst. Vielleicht über Zwischenziele, die dir wichtig sind. Aber es geht hauptsächlich um die Route. Bei den topografischen Geräten geht es auch darum zu sehen, was ist rundherum. Das wird sehr viel benutzt von Leuten, die jetzt, sagen wir, am Balkan unterwegs sind, die auch vielleicht Rallyes fahren. Wir haben viele Leute, die jetzt nach Bosnien fahren, ganz neue Gebiete kennenlernen, Rumänien. In Gegenden, die man nicht grundsätzlich so gut kennt. Und da ist es natürlich schön, wenn man praktisch eine Kartendarstellung auf dem Gerät drauf hat, wo man auch schon sieht, ich bewege mich jetzt hier zum Beispiel in einem Canyon und links davon oder nördlich davon ist noch einer. Sowas sehe ich auf solchen topofähigen Geräten viel besser, die mir eben auch diese Kartendarstellung dann im Detail geben. Teilweise bis hin zu Satellitenkarten, die ich am Gerät anzeigen kann. Okay, jetzt muss man ganz oberflächlich betrachtet schon sagen, dass eine herkömmliche Straßennavigation, Ziele eingeben über die Tastatur, Enter drücken, schnellste Route, ist natürlich viel einfacher als hier, weil im Gelände kann man nicht einfach sagen, schnellste Route führt mich dorthin, das ist mehr oder weniger eine Luftverbindung, sondern ich muss mich selbst darum kümmern, Wege zu finden, ich muss Karten lesen können, oder? Man muss sich überlegen, wozu setze ich das ein. Ja? Zum Beispiel, oft ist es so, dass ich bereits einem Track folge, den ich vorgegeben habe. Zum Beispiel auch, wenn ich bei einer Rallye mitfahre oder so etwas, folge ich einem Pfad. Ja? Zum Beispiel Bosnia Rallye, die haben auch eine Parallelveranstaltung, das ist der Seeker Raid, womit Youngtimer Enduros gefahren wird. Da folgst du einem Track. Ja. Ja? Das heißt, du folgst einer Linie auf deinem Gerät, da gibt es keinen Pfeil mehr, dem du nachfährst und nicht jetzt rechts abbiegen, jetzt links abbiegen, sondern du siehst die Linie am Gerät und siehst dann in dem Fall eben links und rechts, was los ist. Ja? Das heißt, da hast du praktisch den Track schon vorgegeben, den du verfolgen musst und brauchst eine möglichst gute Darstellung, wo bewege ich mich jetzt eigentlich, komme ich auf eine Straße zu, das weiß ich in dem Fall vielleicht gar nicht, ja? Weil das kriege ich erst in der Früh aufs Gerät gespielt, bei solchen Veranstaltungen. Ja? Das ist jetzt eine ganz klassische andere Anforderungen, als wenn ich jetzt meine Tour selber plane, zum Beispiel, und sage, ich weiß ja, wo ich am Abend hin will und ich will jetzt unbedingt halt über das Stiefsee auch fahren. Oder Und klassische Offroad-Abenteurer, einige werden hoffentlich zusehen, können ja unten dann ihre Erfahrungen dazu geben, verwenden Planungstools am Computer, erstellen sich ihre Tracks im GPX-Format, sage ich mal, und haben sie dann in der Vergangenheit auf ihren Hard-Enduros oder auf ihren Robusten-Enduros auf Geräten wie dem hier, einem aus der Montana-Linie, glaube ich, das gängigste gewesen,
draufgespielt und fahren dann quasi dieser Linie nach, die sie am Vorabend oder in den Wochen, Monaten davor geplant haben. Ja. Warum wir jetzt hier stehen, ist eigentlich dieses Gerät. Ich muss sagen, dass mit dem Garmin Zumo XT, und ich bin mir 100% sicher, dass ich da viel Bestätigung kriege, erstmals ein topografisches Gerät so tief in diese Straßennavigation eingedrungen ist, zugänglich, wo so Normalos wie ich auch sich damit wohlfühlen und dann die befestigten Wege ganz normal, ohne komplett nerdige Geschichten verlassen können. Und ich glaube, der Verkaufserfolg gibt Ihnen recht. Es ist das Standardprodukt, ich sage mal, ist das beste Ding, was man jetzt kriegen kann, wenn man Offroad und Onroad fahren will, ohne der komplette Computer-Nerd zu sein. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Wobei man aber sagen muss, dass der Onroad-Anteil beim XD nach wie vor viel höher ist. Also das XD ist einfach bei uns das Standardgerät geworden unter eigentlich allen Tourenfahrern quer über die Marken. Das deshalb so gut funktioniert, muss man sagen, weil also Garmin hat da einen großen Sprung gemacht und hat praktisch seine eigenen Plattformen verlassen und hat auf eine Android-Plattform gewechselt. Das heißt, das Gerät ist sowohl von der Software als auch von der Hardware her auf sehr moderne Android-Technologie umgesprungen, die einfach von Anfang an extrem gut funktioniert hat. Ja. Es ist schnell, es ist sparsam, es hat einen hellen Bildschirm, es ist super wasserdicht, der Akku hält lange, ist auch schnell wieder geladen. Wir haben überhaupt keine Reklamationen mit dem Gerät und es kann einfach irrsinnig viel und ist auch ein Preis-Leistungs-Killer. Also wir sind mit dem Gerät wirklich komplett happy und wirklich die allermeisten Kunden auch. Ja. Und was sehr schön ist, du kannst hier, es gab ja und es gibt es bei TomTom zum Beispiel auch so, die haben das glaube ich sogar erfunden, die abenteuerliche Route sozusagen. Ja. Ich habe eben nicht nur die schnellste und die kürzeste, sondern ich habe auch die abenteuerliche. Das heißt, ja, gerne über die Berge, ja, gerne auf kleinen Straßen. Ja, gerne auf Schotter kann man leider noch nirgends ankreuzen. Ja. Das geht nicht, aber man kann es definitiv zulassen. Bei dem XD hast du jetzt erstmal so einen Abenteuerschieber. Das heißt, du kannst sagen, je roter du den Schieber machst, desto bergiger, kurviger, kleine Straße wird es. Ja. Und wenn du dann auch Schotterwege oder unbefestigte Wege zulässt, hast du auch eine gute Chance, dass er dich darüber führt. Zum Beispiel, wenn du jetzt ins Weinviertel oder so rauf hast, wo es viele Güterwege gibt, dann führt er dich da auch definitiv drüber. Ja, muss man eins sagen, in der Praxis ist es so, dass die User natürlich wissen, dass das Ding sehr legal ist und überall dort, wo Fahrverbot ist, routet er dich nie rein, was grundsätzlich okay ist. Nur natürlich manche Dinge, wo man weiß, okay, das sind nur 10 Meter, das geht schon, das machen wir schon. Das kennt das Gerät kennt 0 oder 1, Fahrverbot ist Fahrverbot, es gibt keine Route durch Fahrverbot. Und wenn du in deiner Umgebung dich aber auskennst, weißt vielleicht, was okay, es ist zwar Fahrverbot, aber ja, geht schon einigermaßen. Ja. Da muss man natürlich aufpassen, dass das Ding seine Regeln hat und irgendwann gewinnt man dann die Freude an den topografischen Karten, wechselt hier in die topografische Welt hinein und hat dann das Universum, quasi die Welt liegt einem zu Füßen und kann dann die Freiheit genießen. Und dann, glaube ich, ist es an dieser Stelle auch eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, wie befestige ich das am Motorrad? Weil eins muss man schon sagen, der größte Nachteil natürlich zu den BMW-Geräten auf einer BMW ist natürlich, dass ich, wenn ich das auf eine andere Halterung gebe. Es ist ja schon allein die Notwendigkeit, weil das nicht in die Navigatorhalterung passt vom BMW und ich kann es auch nicht mit dem Drehrad bedienen. Wenn das so wäre, würden es wahrscheinlich alle mit dem fahren, weil es kostet die Hälfte als das Navigator oder einige hundert oder weniger. Aber es taucht natürlich nicht in das BMW-Universum ein. Das heißt, unter BMW-Fahrern wird der Anteil der Käufer hier deutlich geringer sein. Aber ich wage mal zu behaupten, Fahrer anderer Marken setzen ganz schwer drauf. Werfen wir einen Blick auf die Halterung von dem Gerät, Niki. Wie wird es ins Fahrzeug integriert? Wie robust ist das Teil? Was darf man sich erwarten? Genau. Also das würde ich auch sagen, dass das der einzige kleine Nachteil ist an dem Gerät, dass die Halterung hier, das ist diese Grundplatte hier, ein bisschen mager ausfällt und nicht zum Beispiel so robust wie hier beim Montana, wo die Halterung sehr, also praktisch wie eine Faust konzipiert ist, die das Gerät wirklich bombenfest hier hält. Kann auch noch mit einer Schraube gesichert werden. Das ist eine Hard-Enduro-taugliche Halterung. Das ist eine Hard-Enduro-taugliche. Und das wäre die serienmäßige Zumo-Halterung, die ist bestenfalls Schotterweg-tauglich. Exakt. Das heißt, das Gerät wird hier einfach eingeschnappt. Es macht diesen einen Klicks. Ja. Damit möchte ich im Gelände nicht unterwegs sein. Ja. Weil mir sind sogar schon mal Montanas davon geflogen. Also die Belastungen, die du am Lenkkopf hast, sind manchmal unglaublich. Also das geht bis zu 15G bei kleinen Schlägen. Deswegen haben wir von Duratech diese zusätzliche Halterung konzipiert, wo du das Gerät hier einsetzt.
seitlich zuschnappst, hast hier oben dann noch einen Schlüssel zum Versperren. Hast zusätzlich auch die Montageadapter. Ich glaube, wir können uns das dann nachher auf einer Enduro noch anschauen, wo wir es montiert haben. Und damit sitzt das Gerät erstens vibrationsfest, versperrbar und kann einfach definitiv nicht davonfliegen. Gut, und du sagst mir, es sind ganz wenige GS-Fahrer. Also ich war offensichtlich der Einzige, der es so gemacht hat. Ich habe die Original-GS-Halterung runtergegeben, habe sowas raufgegeben, montiert, muss ich eine eigene Stromversorgung raufziehen. Das tut sich offensichtlich sonst niemand an. Ich fand es eine gute Lösung, aber es ist eine Bastellösung. Aber okay, es macht keiner, sagst du, oder wenige. Also wir haben die Teile dafür und du kannst es ja gerade bei der BMW, die hat ja vorne diese Steckdose drinnen für den geschalteten Plus, dass das mit dem Schlüssel an- und ausgeht, kannst du dir das sehr wohl machen. Ich würde es in Wahrheit jedem empfehlen, der auf das Handrad verzichten kann. Natürlich ist das ein nettes Feature, das es bei BMW gibt, dass ich es mit dem Daumen bedienen kann. Okay, und jetzt vielleicht gehen wir noch, einfach um den Leuten auch, die jetzt normal auf der Straße unterwegs sind, zu zeigen, die Hardcore-Reisenden, was die so für Features haben, was die verlangen, auch in Sachen Sicherheit. Eine romantische Frage am Anfang, was denkst du, Hardcore-Reisende, die fahren Albanien, Griechenland, so eine richtige staubige, dreiwöchige Offroad-Tour. Macht das noch jemand mit Karte, so mit gedruckter, also so Papier? Also eigentlich nicht. Wir glauben nicht, dass die Karte tot ist, weil sie für die Reiseplanung rein aufgrund der Größe noch immer ganz einfach ein wichtiges Tool ist. Ja. Aber du holst sie halt bei der Kaffeepause heraus und schaust, wo bin ich, wo will ich hin und so weiter. Also es ist ein Planungstool. Am Motorrad selber als Führungsdevice sozusagen ist es eigentlich ausgestorben. Okay. Abenteuerfahrer, gerne könnt ihr widersprechen, aber dann bitte schreibt auch dazu, wo ihr Kartenmaterial kriegt aktuell, weil es natürlich, dann hat man irgendwann so einen Stapel im Keller an Karten und das immer wieder aktualisiert werden muss. Postet es gerne unten drunter, wenn es da noch Leute gibt, die darauf setzen. Bitte klären uns auf, ich sehe hier oben eine fette Antenne, Montana 700, die Hardcore-Variante, auch Hard-Enduro tauglich. Was verspricht man sich da, warum gibt es sowas immer noch? Also ich erzähle eine kleine Geschichte. Vor ein paar Jahren ist ein sehr nettes Pärchen aus Deutschland hier stehen geblieben, haben nochmal eingekauft, die waren auf Weltreise mit Honda Rally 250, super nett ausgerüstet. Die hatten kein Navi dabei, sondern hatten ihre iPhones vorne eingespannt, ja. Wir haben uns schon damals gedacht, naja, für eine Weltreise, klar, man kann auch mit dem iPhone navigieren, aber das klingt nicht wirklich nach einem Erfolgsmodell. Es ist Folgendes passiert dann, die waren in der Türkei, er wollte seine neue GoPro ein bisschen testen, ist alleine fahren gegangen, ist irgendwo in Kappadokien gestürzt, schwer gestürzt, offroad, und ist so weit vom Motorrad weggelegen, dass er an sein iPhone nicht mehr rangekommen ist und wurde Gott sei Dank von Wanderern gefunden, weil er war wirklich ordentlich schwer verletzt, Oberschenkel, Hals zertrümmert und so, also wirklich, wirklich schwierige Sache. Und damals haben wir uns gemerkt, ja, das Handy sollte immer am Fahrer sein. Und zusätzlich gibt es von Garmin aber noch, es gab die Firma InReach, die wurde von Garmin gekauft, die machen Satellitennavigation. Und du kannst ein kleines InReach-Device kaufen, das ist ungefähr so groß und hat eine kleine Antenne. Mit dem kannst du in einer Notsituation ein SOS-Signal auslösen und auch eine Rettungskette in Gang setzen. Das heißt, das ist ohne Handy, das ist definitiv satellitengesteuert. Ja. Und also auch im kompletten Outback, wo es kein GPS-Signal gibt, kannst du eben SMS schicken, die Nummern kannst du vorher programmieren am Computer, da hast, glaube ich, 10 Empfänger drauf und kannst eben auch eine internationale Rettungskette auslösen damit. Ja. Der XT kommuniziert bereits mit diesem InReach. Das solltest du eben wirklich am Körper haben, aber du hast eine Verbindung mit dem Navi. Und der Montana 700er Serie, daher ist dieser kleine Antennenstumpf, hat es bereits eingebaut. Ja, also da gibt es den, das ist der 700er, der 750er und gibt's auch. Und dann mit i hinten dran, der hat diese InReach-Funktion auch hardwaremäßig bereits implementiert. Ja. Wie gesagt, wir meinen, man sollte es trennen. Man sollte, wenn man so ein Gerät hat, macht viel Sinn, aber man soll es am Körper haben und nicht am Namen. Gut. Aber dann wechseln wir jetzt die Bühne, weil eines müssen wir noch nachholen von vorhin. Wir haben auch über Handynavigation am Motorrad gesprochen. Jetzt sind wir hier in der Offroad-Abteilung. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an, welche Möglichkeiten gibt es, ja, Handys, möglicherweise auch Tablets, am Motorrad einigermaßen sicher zu befestigen.
So, jetzt schauen wir uns noch an verschiedene Handy-Befestigungsmöglichkeiten am Motorrad. Nigel, gleich vorweg, die ewigen Diskussionen zwischen Android und Apple muss man, glaube ich, relativ klar beantworten. Im Offroad-Einsatz empfehlt ihr aus, glaube ich, zwei Gründen Android-Geräte, oder? Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich bin zwar selber eigentlich ein iPhone-User, kann es aber nicht empfehlen, es am Motorrad zu verwenden, weil aus zwei Gründen, wie du sagst, erstens gibt es für die Android-Welt viel mehr Apps. Und zweitens gehen die iPhones gerne kaputt. Also speziell die Kameras bei den jüngeren Geräten gehen auch beim Straßeneinsatz kaputt. Also kann man eigentlich nicht wirklich empfehlen. Okay, jetzt habt ihr hier drei verschiedene Linien. Fangen wir mal an. Ich sage mal von, ja, aber eigentlich sind sie durchaus von der Haptik ähnlich, robust wirken sie jetzt mal. Aber ich glaube mal, das ist das Radikalste und das hier ist noch einigermaßen zivil. Mhm. Erklär mal kurz die Features und die Kompatibilität. Mhm. Ja, also ich fange mal hier an mit der Touradech iBracket. Das ist an und für sich ein sehr cooles Device, wo ich hier einen Hebel habe und das Ganze wird mit so Gummispannern auf- und zusammengehalten. Ich kann das drehen und es ist mit diesen Kugelgelenksteilen von der RAM Mount, die fast bei allen Navis dabei ist und die es auch einzeln zu kaufen gibt, habe ich da viele, viele Möglichkeiten, das am Lenker zu befestigen. Ja? Also so wie wir es hier gemacht haben, mit einfach so einer Klammer oder auch mit einer Fixmontage hier, da wird einfach eine Kugel statt einer der Lenkerbefestigungsschrauben verschraubt, dann habe ich eine Kugel drauf, ist sehr dezent. Auf die Weise kann ich sehr viele verschiedene Dinge befestigen. Okay, ich muss sagen, im Vergleich jetzt zu viele kennen wahrscheinlich auch Respect Connect, sieht man bei uns auch immer wieder in die Videos, hat man hier den Vorteil, dass ich am Gerät eine normale Hülle verwenden kann oder gar keine Hülle verwenden kann und das Handy einfach reinstecken kann. Trotzdem ist das halt hier voluminöser als dieses kleine Respect Connect-Teil. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Mhm. iBracket, wie offroadig würdest du sagen? Was kann man damit machen und wo würdest du sagen, wird es dann gefährlich oder nicht mehr praxistauglich? Grundsätzlich hält die iBracket eigentlich sehr gut, muss man sagen. Man kann die durchaus auch im Gelände verwenden, weil wir machen die eigentlich wirklich maßgeschneidert für verschiedene Handys. Also wenn du jetzt hast, je nach dem Modell, das du halt hast, gibt es eine passende iBracket dazu. Das heißt, diesen Fall, den wir hier haben, ist eher ein Zufall, dass hier ein Android-Handy, das gar nicht dafür gemacht ist, ziemlich gut hineinpasst. Aber ein Gerät, für das diese Bracket gemacht ist, hält das Handy dann auch so gut, dass auch hier die Gefahr, dass das davon fliegt, äußerst gering ist. Ja? Also für normalen Einsatz abseits der Straße, also der gelegentliche Feldweg, das klassische Enduro-Fahren, kein Problem, das zu verwenden. Für härtere Einsätze haben wir dann hier auch die Hardcore-Version von der Firma DR2 aus Tschechien, wo ich das Ganze dann versperren kann und wirklich hardcore-mäßig fix verschraubt habe am Motorrad. Das kann ich auch auf verschiedene Handygrößen dann einstellen. Okay, die Variante habe ich auf der Tenere für die Bosnia Rallye 2022. Ich muss sagen, das ist natürlich eine fummelige Geschichte. Da muss man sich diese ganzen Schrauben, die man hier sieht, die muss man selbst dann mal auch mit seinen unfähigen IT-Händen richtig einstellen. Aber wenn das dann montiert ist, das ist montiert. Also das genau. Ist geschweißt, kann man sagen. Ja. Funktioniert, passt, ja. Wunderbar, muss man so sagen. Ja. Dann sehen wir hier noch eine Lösung von RAM, die offensichtlich mit einem Wireless-Charging-Modul auch noch gekoppelt ist, oder? Ganz genau. Das ist natürlich wahnsinnig einfach. Du legst das Handy hier hinein, schnappst das von oben zu und hast hier ein USB-gesteuertes Wireless-Charging, mit dem du unterwegs aufladen kannst. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn du da kein Kabel verlegen musst. Also USB-Kabel hat am Motorrad und jetzt vielleicht sogar im Regen oder so etwas natürlich nichts verloren. Ja, und jetzt muss man eins sagen, wenn wir jetzt beginnen, hier in die Android-Welt einzutauchen, könnten wir wahrscheinlich ein zweistündiges Video machen, was hier alles möglich ist. Muss ich sagen, gibt es einen ganz tollen YouTube-Kollegen, Jakob Wenknecht, der hat einen Kanal, wo er sich um diese Nerd-Geschichten fantastisch kümmert, irrsinnig sympathischer. Ja, Nerd darf man sagen zu ihm. Ich glaube, das sieht als Lob, oder? Darf man sagen zu ihm, ja. Sehr netter Nerd. Der hat mich auch an das Thema rangeführt. Aber damit die Leute auf den Gusto kommen, warum man sich das antun soll, kann, man ist halt flexibel und hat wirklich faszinierende Möglichkeiten, hier aus einem hochwertigen Computer, aus einem hochwertigen Gerät, ein echtes Abenteuereisen zu machen. Genau. Mach uns mal Gusto, genau. Niki. Genau. Also was ich euch hier zeige, ist, diese Geräte holen sich die Leute inzwischen sehr gern über Amazon ins Land. Das ist ein klassisches 99-Euro-Handy. Fast No-Name-China-Handy, sage ich jetzt einmal, mit eigentlich unglaublichen Features. Ja.
Das ist wasserdicht, das hat eigentlich erstaunlich viel Speicher und inzwischen gibt es Versionen, die auch wireless chargebar sind, ja, aufladbar sind. Größenordnung preislich 200 bis 250 Euro. Also das ist überraschend, wie viel man da bekommt und die halten auch sehr viel aus. Viele unserer Kunden kombinieren das dann mit diesen Halterungen. Warum? Für die haben wir auch diese kontaktlosen Ladepads inzwischen. Die klebst du da einfach hinein und dann machst du dein Handy rein und dann ist die Stromversorgung auch erledigt. Ja? Das Schöne daran ist, wenn wir jetzt in die Software-Seite gehen, ihr kennt ganz normale Launchpad-Funktionen vom Android. Es gibt ein speziell fürs Motorrad designtes Launchpad, das nennt sich Drive Mode Dashboard. Und das heißt, wenn ich das Navi, wenn ich das Handy einschalte, dann meldet sich das so und ist bereits vorbereitet für die Verwendung am Motorrad. Das heißt, ich habe einen Tacho hier drauf und ich habe vier große Felder, wo ich mir Apps drauf definieren kann, die ich vorrangig am Motorrad verwenden möchte. Ja? Hier in diesem Fall habe ich jetzt lauter Navigations-Apps vorinstalliert und da sieht man schon ein bisschen, wie viel sich da in der Android-Welt tut. Ja? Also ich habe ein ganz normales Google Maps hier drauf. Ich habe ein Sidechick, was eine sehr gute Sache ist für Straßennavigation. Ich habe Osmond, was für Offroad-Navigation sehr beliebt ist. Und die absolute super nerdige Navigation ist Locus Map Pro. Also wenn du dazukommen willst am Offroad-Stammtisch, brauchst du Locus Map Pro. Ja. Mit allem, was es jetzt begehrt, kannst du ja mit den Freunden verknüpfen, dann siehst du, wo deine Freunde sind, siehst, wo du bist, wenn alle Internetempfang haben, jede Menge Kartenmaterial, ja, zweistündiges Video wäre locker drin über Locus Map Pro, oder? Ich kann dazu auch sagen, weil du den Jakob schon erwähnt hast, der Jakob hat auch darüber ein wunderbares Video gemacht, wie man sein Android-Handy praktisch für die Motorradnavigation vorbereitet, welche Apps man sich darunter laden sollte, welche Optionen es gibt, was die kosten. Also er ist ja da extrem ausführlich. Verweis mal gerne auf den Kollegen, aber da wollen wir nur einfach mal den Gusto wecken. Ja. Ist wahrscheinlich nicht das Richtige, wenn ich eine RT fahre oder eine K1600 GTL, aber wenn ich auf einer 800er GS mal ins Gelände steigen möchte, eine gute Geschichte. Ich persönlich fahre das Dodgy Handy, wahrscheinlich auch aus Fernost kommt es. Was mich dort fasziniert, 10.000 mAh Akku ist mit dabei, verwende ich auch gleich als Powerbank für die GoPros und so weiter. Aber ich schätze, da gibt's 50 verschiedene Anbieter mit Namen, die man noch nie gehört hat, die überraschenderweise robust und gut funktionieren. Ja, und für alle, die noch mehr wollen, das Ganze gibt's natürlich nachher noch eine Ladung größer, auch in Tablet-Version, kann man sich da auch austoben, dort wo man Platz hat im Cockpit. Worauf muss man da Acht geben? Welche Richtung sollte man da einschlagen? Ja, also es ist, du hast jetzt von deinem Dodgy erzählt, das finde ich gut, dass das funktioniert bei dir. Wir haben es von Kunden schon das Feedback bekommen, dass andere Tablets, die grundsätzlich für Outdoor gedacht sind, am Motorrad nicht funktionieren. Ja? Erstens hast du immer die Thematik, wie befestige ich das Ding wirklich Offroad fest. Bei dir passt jetzt gerade noch in diese Halterung, aber die hat da ihre Limits von der Breite her. Ja? Irgendwann ist das vorbei. Und selbst wenn es mal montiert ist, hast du das Thema, das Ding ist sehr groß. Das heißt, es hat ein sehr großes Display zu bedienen, das optimalerweise auch hell genug leuchtet, dass du es am Motorrad wirklich siehst, gut siehst. Und dann rennt da ganz einfach sehr viel Strom durch. Ja? Und durch diesen Strom auf einer sehr kleinen Fläche, wo auch oft viel Licht einstrahlt, viel Sonnenlicht einstrahlt, hast du eine irre Hitzeentwicklung. Ja? Und viele von diesen Geräten schalten dann ganz einfach ab, weil sie zu heiß werden und dort ganz einfach ihre Sicherungen ziehen. Und die Luxusvariante fürs grobe Gelände ist der Carbiter-Tablet. Und ja, da hast du einen Spezialisten bei dir im Haus und mit dem machen wir jetzt weiter. Perfekt. Und dann sind wir aber gleich am oberen Ende der Fahnenstange. Also Ärger geht sich. Am Stammtisch, Offroad-Stammtisch, Carbiter-Tablet, das ist Luxusklasse. Dann sind wir an der Obergrenze angelangt und ganz tief in der Puster. Und ganz oben in der Nahrungsmittelkette. Der Kollege kommt jetzt vor die Kamera. Danke, Niki, und danke für die Zeit. Wir sind hier übrigens gleich am Nachbargebäude, nein, ist das gleiche Gebäude beim BMW Bierbaum in Baden, im Duratec-Shop. Hier können noch ganz normale Kunden reinkommen, ist nicht nur jetzt zum Videofilmen da und du hast das auch fast alles lagernd, sogar diese nerdigen Geschichten wie die Bluetooth-Dinger und so, die wir uns gleich anschauen. Könnt gerne vorbeikommen
Und der Niki hat natürlich komplett uneigennützig Werbung gemacht für die Jakob Weinknecht-Videos, dass er nicht so viele Fragen beantworten muss. Aber es ist der normale Weg. Ich glaube, viele Leute kommen mit YouTube-Vorwissen zu dir her, oder? Muss man so sagen. Absolut. Es kommen viele über ihn zu uns und man muss ihn auch wirklich deshalb erwähnen, weil er da wirklich Pionierarbeit geleistet hat, was das Wissen in Österreich betrifft. Daumen hoch für Jakob. Danke für deine Arbeit an die Community. Ja, liebe Leute, wenn ihr am Offroad-Stammtisch in der ersten Reihe sitzen möchtet und wirklich all die Features nutzen möchtet, die das Android-Universum im Moment bietet, ja, führt am Ende kein Weg vorbei an einer Lösung von Carbeater. Das Luxus-Tablet, das in die Offroad-Welt passt. Warum, lieber Tom, muss man fürs Offroad-Fahren am Motorrad selbst ein Industrie-Tablet noch anpassen? Und was hat Carbeater da angeboten und gemacht, damit das auf eine Hard-Enduro oder fürs Hartgelände auch passt? Ich meine, prinzipiell, die Anforderungen an ein Industrie-Tablet sind ja ohnehin schon relativ hoch. Das heißt, die müssen absolut wasserdicht sein, sie müssen staubfest sein, die müssen ein Runterfallen vertragen, die müssen harte Vibrationen vertragen, also so wie es als Industrie-Tablet konfiguriert ist. In der weiteren Folge kommt natürlich mit dazu, dass man dieses Industrietablet jetzt nicht einfach nehmen kann und man klebt es irgendwo ins Motorrad und das Ganze funktioniert, sondern hier ist der Knackpunkt natürlich einfach eine Stromversorgung des Tablets und die ist relativ anspruchsvoll, weil dieses Tablet aufgrund der extremen Helligkeit des Bildschirms natürlich sehr, sehr viel Strom braucht. Und wie wir alle wissen, beim Endurofahren oder beim Straßenfahren vibriert natürlich dieses Gerät ordentlich. Das heißt, die Halterung, die die Stromversorgung auch sicherstellt, muss sehr stabil und robust ausgelegt sein. Das bedeutet, in das Tablet integriert ist natürlich eine ganz spezielle intelligente Stromversorgungssoftware, die sicherstellt, dass das Gerät weder zu heiß wird, noch dass es bei äußerst kalten Temperaturen, wie beispielsweise in Island, wenn es sehr kalt und sehr nass ist, dementsprechend ausfällt. Man versucht das hier auch zusätzlich noch in einen Rallye-Modus zu bringen, um zu sagen, auch bei härtesten Offroad-Veranstaltungen habe ich eine duale Stromversorgung. Das heißt, einmal die Versorgung über den Halter hinten und einmal eine zusätzliche Stromversorgung über das Gerät direkt. Das bedeutet auch, wenn der Halter die ganze Zeit vibriert und die Pins den Kontakt verlieren sollten, geht die Stromversorgung durch den zusätzlichen Bajonettanschluss hier auf der Seite nicht verloren. Also damit hat man einfach diesen Spagat geschafft zwischen robustes Industrietablet und vernünftiger Motorrad auch zu nutzen. Okay, Preis weißt du auswendig, was muss man dafür abdrücken? Ja, also für das Gerät selber muss man 850 Euro kalkulieren und für den Halter ca. 170 Euro noch einmal. Okay, das ist drei bis viermal so viel wie eine Billiglösung, aber der Anspruch ist, das ist Offroad-tauglich. Also das ist so, das ist die echte Ware. Richtig. Sturz im Fluss, 38 Grad im Moster, das macht ihr. Das macht das Gerät. Also ich selber nutze es auf meiner 97er KTM zum Beispiel, war damit vor kurzem auch im Island. Da hat es halt die typischen 0 Grad gehabt, drei Wochen lang Regen und nur Offroad fahren. Das war dem Gerät völlig egal. Ja? Also das hat funktioniert, da hat es weder irgendwelche Aussetzer gegeben, noch irgendwelche Probleme mit dem Akku, sondern das Ding läuft einfach stabil und robust, so wie es Carbeater heißt übrigens auch nutze den Weg auf Lateinisch, also relativ interessante Geschichte vom Hersteller her. Funktioniert, also von mir in allen möglichen Varianten schon getestet, wird jetzt wieder auch von mir auch bei der Bosnia Rallye eingesetzt und dementsprechend wird es gut funktionieren wie immer. Okay, und jetzt, weil du die Bosnia Rallye schon angesprochen hast, erfahrene Rallye-Piloten wissen natürlich, in der Bedienung brauche ich nach meinen Knöpfchen, damit ich vorspulen kann, zurückspulen kann. Aber man kann natürlich diese komfortablen Knöpfe, damit ich nicht hier am Display rumdrücken muss, auch für, keine Ahnung, Musik-Playlists verwenden. Ja. Das heißt, ich kann das hier dann aufrüsten, um Bedienelemente, Steuerungselemente. Genau. Ja? Genau. Also nicht nur, dass halt, wie gesagt, das Touchscreen sehr gut funktioniert mit Handschuhen natürlich auch. Das heißt, diese Punkte am Display sind sehr, sehr gut ausgeführt. Aber wir alle wissen natürlich beim Offroad und auch Rallyfahren, die Hände gehören ans Lenkrad und nicht irgendwo am Bildschirm herumzutippen. Und wie du richtig sagst, gibt es dafür einfach zwei Varianten. Sagen wir mal so eine zivilere Variante, die auch sehr, sehr gut, um das vielleicht auch nochmal anzusprechen, über Bluetooth natürlich auch mit anderen Geräten, nicht nur über das Pad von Carbeater funktioniert, sondern auch mit klassischen Android-Telefonen, die man sich herrichten kann mit den entsprechenden Applikationen. Da gibt es eine Steuerung, das ist dieser neue Adventure-Controller. Der wird ganz einfach mit der Stromversorgung vom Motorrad verbunden. Und ich habe hier die vielfältigen Möglichkeiten, über die Joysticks verschiedene Funktionalitäten einfach zu nutzen und zu belegen. Also ich kann in die Karten reinzoomen, ich kann aus den Karten rauszoomen, ich kann mich durch Spotify-Playlisten einfach durchwischen und durchhandeln. Funktioniert fantastisch am Motorrad und
stellt natürlich auch sicher, dass ich einfach mit der linken Hand dementsprechend einfach alles bedienen kann. Sehr sinnvoll ausgelegt, das ist der neue Adventure-Controller. Und für die Profis unter euch, oder die so aussehen möchten, oder die so wie wir das versuchen zu tun, gibt es dann natürlich auch die Rallye-Version. Das ist der sogenannte Command-Terrain-Controller. Das besteht aus quasi zwei Tastatureinheiten, die quasi links und rechts vom Lenkrad einfach montiert werden, auch über Bluetooth mit dem Gerät verbunden werden, zusätzlich noch über eine zentrale Steuereinheit. Und hier kann ich dann ähnlich wie die Jungs bei der Dakar das klassische Papier-Rallye-Roadbook bewegen. Die Funktionalitäten sind genau gleich. Also wenn jemand aus der Roadbook-Welt mit der klassischen Papierrolle kommt, kann er das mit dem sofort bewegen und natürlich auch frei konfigurieren. Also auch die Möglichkeit gibt es, um Rallye und ready to race zu sein. Das werde ich ausprobieren. Dieses Jahr bei der Bosnien-Rallye werde ich mal schauen. Letztes Jahr bin ich noch mit Papier gefahren. Mhm. Dann werde ich schauen, dass ich das PDF hier reinspiele, das Vorspulen hier mit diesen Bedienelementen mache und dann schauen wir mal, ob mir das auch so gut gelingt. Die Oberfläche wird dann möglicherweise so ähnlich aussehen wie deine Drive-Mode-Oberfläche, die du dir hier zurechtgelegt hast. Mhm. Und du hast natürlich jetzt nochmal eins draufgelegt. Du hängst dir für deine KTM 97 auch noch eine ODB-Schnittstelle mit dran. Ne? Genau, richtig. Das ist zum Beispiel das, was diese spezielle Oberfläche, die von KPI da kommt, das Drive-Mode Dashboard 2, so heißt das Teil. Da kann man zum Beispiel auch über die integrierte quasi Motorsteuerung und Überprüfung über einen klassischen OBD-Dangle quasi, der über Bluetooth funktioniert, einfach sich alle Motordaten von seinem Bike abgreifen, egal ob das jetzt eine Tenere ist, eine BMW oder eine KTM. Und ich sehe halt hier so verschiedene Spielereien, die manchmal aber ganz wichtig sein können, wie irgendwelche Fehlercodes, die mir in der Motorelektronik aufschauen, Ladezustand der Batterie, Öltemperatur, Gasstellung, all diese Dinge kann ich mir hier über das Drive-Mode-Dashboard auch nochmal zusätzlich abrufen. Finde ich ganz sexy gemacht. Ja, Tom, vielen Dank für den Überblick. Muss natürlich sagen, wir sind von der ursprünglichen Lösung, von der GES und von der Idee jetzt sehr weit abgedriftet. Mir war es trotzdem wichtig, dass ihr den Überblick habt, was es da draußen alles gibt für Spielsachen. Und umgekehrt ist natürlich so, dass jemand, der echt ins Gelände fährt bei der Bosnien-Rallye, niemals auf die Idee kommen würde, mit dem großen, breiten Display, den die GES drüben haben, aber die DAT haben, zu hantieren. Insofern schön zu sehen, welche Bandbreite es gibt. Man muss sagen, es ist viel von dem Geschäft läuft ja online, durchaus erwähnenswert, dass ihr das hier so auch zum Angreifen habt und so wirklich zum Mitnehmen. Hier in Baden, muss man erwähnen, machen nicht mehr viele weltweit. Danke dafür, dass ihr das macht. Danke dafür, dass ihr euer Know-how hier breit zur Verfügung stellt. Sehr gerne. Tom, und wir sehen uns im August in Bosnien. Werden wir gemeinsam schwitzen. Ich hoffe, Definitiv. Es hat nicht 40 Grad, sondern nur 35 und freuen wir uns auf eine schöne Rallye und möglicherweise sehen wir auch einige von euch da unten. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal auf 1000 Best TV. Danke euch.